Da sind wir auch schon wieder zurück bei Starbound mit dem guten Gronkh. Hallo, ja, ich bin's, der Tobinator. Was? Jo, Hallöchen. Das ist kein Pizza, ich mein Penis. Was? So. So, wir wollten ein paar Typen auf die Fresse hauen, ne? Genau, dann beamen wir uns mal runter. Das ist tatsächlich, wir haben tatsächlich das Schiff in der gleichen Umlaufbahn. Das hat man ja, so auch noch nicht. Dann würde ich sagen, wir bauen... Ach, huch! Das kleine Ding da oben will uns angreifen. Pass auf, lass die kleinen Viecher mal außer Acht. Wir laufen am besten gleich zu den komischen Typen. Ach, Alter, halt die Schnauze. Mann, jetzt nimm doch das Schwert. Wieso richtet er das Schwert nicht aus? Bei mir... Ist zu groß. Ich glaube auch. Oh. Alter. So, Alien Meat. Einer von uns hat Alien Meat gefangen gerade. Ja. Hast du? Warte. Ich hab's nicht, du hast es. Raw Alien Meat, ja genau. Yeah, geil. Oh, wie viel brauchen wir davon eigentlich? Ein? Jeder braucht, glaube ich, eins. Okay. So, ich sammle nur Geld. Typisch. Das macht irgendwie Spaß, mit dem Bogen zu schießen. Ja, ne? Uah, was, du hast ja gleich was getroffen auch. Oh, hab ich das Vieh getroffen? Das ist ja krass. Du hast das Vieh hier getroffen, blind übrigens. Ist ja unfassbar. So, da müsste jetzt gleich, glaub, der nächste Berg, da kommen die Viecher. Oh. Die kamen, aber komischerweise, die Viecher haben keinen Fallschaden. Wenn man selber darunter fällt, ist man gleich Ende. Was denn da? Alter, ja, das Alter! Das hab ich gemeint, das Ding. Okay, wer sich schneller reingräbt, oder was? Kann sich um Stunden handeln. Ein Rennen auf Leben und Tod. Ich suche lieber nach einem Eingang. Nee, das ist illegal. Das gilt nicht. Komm, ich helfe dir mal. Sonst wird das ja nie was. Was? Das war gerade so mega spannend. Ich frage mich, ob es da vielleicht noch was anderes in der Höhle gibt. Weißt du, wie er voll den zittrigen Finger schon hat. Oh. Was? Ich will nur wissen, ob es da was anderes... Ich muss ja im Let's Play auch mal zeigen, was es da gibt, weißt du? Das kennst du doch. Mach da wie bei Cube World dann offscreen. Habe ich einmal gelevelt offscreen, weil ich nicht wusste, dass es auch im Multiplayer übertragen wird. Dann machen sie so mega Fass auf deswegen. Das finde ich voll unfair von dir. Oh geil, warte. Was ist das? Oh, warte. Und was hast du gekriegt? Ich habe nicht drauf geachtet. Die Anzeige ist verschwunden, als ich gucken wollte, was ich gekriegt habe. Ich glaube, es waren Coins. Was machst du da unten? Ach, Saunaclub. Ich dachte, wo ist denn jetzt die Taschenlampe? Da. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwas Spannendes, aber irgendwie... Vielleicht hier hinter? Ich glaube nicht. Na, das dauert mir jetzt auch zu lang. Ich glaube... Da wäre eh nichts gekommen. Aber so, bis jetzt sind die Höhlen nicht so groß, ne? Nee, aber es soll auch Dungeons geben, habe ich gesehen. Ah, cool. Geil, wären ja auch so Endgegner wie bei Terraria. Weiß nicht, ob du die kennst? Diese riesigen Dinge? Ehrlich gesagt muss ich sagen, Terraria habe ich angespielt damals, als es rauskam, aber es war nicht so meins, deswegen konnte ich mich nie so dafür begeistern. Ja, da gibt's halt nie so, da gibt's so riesige Endgegner halt einfach. Uah! Die halt, uah, nicht schon wieder. Die vertragen mal nicht so viel, die Viecher. Komm, wir gehen nach oben, scheiß auf den. Okay. Ich muss mal zwischendurch eine Bandage nehmen. Warte mal. Oh, der kommt wieder. Ja? Ja. Aber er ist sehr schlau auf jeden Fall. Au. Achso, aua. Au. Alter, ich bin fast tot. Und der nicht? Warte mal ganz kurz. Hol mir den mal gerade. Bitte nicht sterben. Nee. Ich bandagiere mich mal ganz kurz. Lal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 a. Ich krieg immer mächtig auf die Fresse. Ich weiß gar nicht warum. Jo, ich habe ihn. Vielleicht, weil ich scheiße bin. Ach Quatsch. Weißt du, was lustig ist? Hm? Drück mal die Pfeiltaste nach unten. Fällt dir was auf? Weint der, ne? Ja, dann weint der. Und dann der. Lacht der. Oh, wie so, süß. Hier, und dann hier nach links ist irgendwas sagen. Und niedlich finde ich auch, wenn man hier eintippt, das mit den Sprechblasen finde ich auch süß. Tralalala. Ist schon süß, muss man ja irgendwie, muss man ja mal. Kann man ruhig mal. Hey!
So. Habe ich das Ding jetzt mitgenommen? War es das jetzt hier oben schon? Kann es ja gar nicht sein. Ich habe das Ding gar nicht mitgenommen, das ist einfach nur verschwunden. Verkackte Scheiße. Dafür müssen Fische sterben. Oh. Aber mehr war das jetzt auch irgendwie nicht, ne? Nö, irgendwie nicht. Aber wer weiß, vielleicht war das nur eine Bastion. Da unten noch was? Ich glaube nicht. Nee. Hat man eigentlich auch eine Batterie oder sowas, dass man echt aufpassen muss auf die Taschenlampe? Nee, ich glaube, zumindest wäre mir das noch nicht aufgefallen. Wow. Zum Glück geht's hier nicht steil runter. Da ist eine Karotte, die nehme ich noch mit. Wir müssen uns auch bald mal um Nahrung kümmern. Geld! Ich frage mich echt, was man mit diesen Pixels machen kann. Ich glaube, es gibt ja dieses Fragezeichen da, oder diese Lupe da am Rand. Ich weiß nicht, müssen wir da aber vielleicht draufklicken oder sowas? Wo sieht man die denn im Inventar, wie viele man hat? Ah, ist ja süß. Mit der Lupe kannst du irgendwas anklicken, dann sagt er dir, was es ist. Ja, ja, aber ich dachte vielleicht, dass man da vielleicht sieht, was diese Pixels sind. Aber irgendwie sehe ich die im Inventar nicht. Ich guck mal kurz, nee. Inventar, lalalala, 54, 2. Sind doch nicht im Inventar. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, das ist irgendwie eine Währung. Ich weiß aber echt nicht, wofür. Tja. Vielleicht gibt es irgendwie noch so einen Ingame-Shop oder sowas, so einen Ingame-Item-Shop. Das kann, ja, das würde mich sogar nicht wundern. Karotte! Schön hier. Es wird wohnlicher hier, habe ich das Gefühl, ne? Ja. Boah, da geht's ganz schön tief runter. Geh ruhig vor. Ja, na, kein Problem. Ich blicke zurück auf eine jahrelange Expertise. Aber mal einen Kopf angehauen. Ja, was willst du machen? Ach, da kommt man nicht durch. Jetzt kommt man da durch. Wow, hat sich gelohnt. Boah, Alter, ich komm da nicht mehr hoch. Ich blicke zurück auf eine jahrelange Expertise. Ich krieg das nicht hin. Ich kann da nicht. Bear Grylls in Aktion. Ich kann da nicht vorbeispringen. Mit der Taschenlampe leuchtet das Ding kaputt. Ich will mal die Kohle da aufsammeln. Alter, wehe. Ich sehe genau, was du machst. Hey! Juhu! Die Musik schlägt um. Alle sind fröhlich. Also ich. Boah, diese Bäume hier. Was war das denn da oben? Ach, gar nichts. Ich dachte gerade, da wäre was im Baum gewesen. Geh mal hier gucken. Ja. Ja, auch super. Wow, hey. So, hier haben wir eine Menge Bronze, die könnte man theoretisch auch mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau wofür, aber ich glaube, am Ende wird es jetzt alles auszahlen. Ja, aber so spielen ist ja eben am besten, einfach alles mitnehmen. Genau. Über Rollen spielen. Genau. Ja, ist ja ähnlich, ist ja auch hier, spielt halt nur keine Rolle, ob wir es mitnehmen. Aber ich glaube, wir werden später noch so ganz tolle Rezepte finden und dann werden wir sagen, ach Mensch, hätte ich damals mal Bronze gefarmt, stundenlang. Langweilig im Let's Play. Wie Gold in Minecraft? Was? Halt die Klappe. Ach Alter, da kommt man gar nicht mehr raus. Oh. Du bist so ein Angeber. Ich wollte jetzt hier stundenlang an dem Fahren hier rumhängen. Oh, es wird wieder Nacht. Wenn die Sonne aufgeht, bin ich ja fertig. Ich nehme die Taschenlampe raus. Ich find das so geil mit den Lampen, ehrlich gesagt. Huch. Geld, Geld, Geld. Vorsicht, das Ding da unten ist evil. Oh. Leuchte mal hin. Aber nicht sonderlich schlau, wie es scheint. Nö. Oh. Na, komm schon. Skillshot. Yeah, oder Alien. Jetzt habe ich auch Alien Meat. Ja, geil. Huah. Wo geht's denn hier hin? Was? Das ist mal eine Höhle. Das ist eine riesige Höhle. Hallo, Freunde. Okay, warte. Huah. Wir haben nichts machen. Oh, ja, guck mal, hier ist eine Kiste. Ah. Hightech-Chest, Pulse-Jump,
Blueprint. Ein Pulse-Jump, damit kann man doch mit Sicherheit ein paar Sonnensysteme überqueren später. Es gibt bestimmt auch Jetpacks und sowas. Boah, das wäre mega geil, mit dem Jetpack hier rumfliegen. Aber ich fürchte, das Let's Play wird natürlich auch seine 2-3 Folgen gehen. Wie kommen wir jetzt nach oben? Seine 2-3 Folgen gehen. Hab ich jetzt was hingesetzt? Ja. gleich unter meinem. Ah! Oh oh. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich hau meine Fackel hier. Super. Da jetzt. Was ist das denn? was? Wo will der denn hin? So, geschreddert. Aber da merkst du gleich, nachts kommen die echt die Fiesen. Ja. Uah, aber ganz schön, boah. Die machen auch mehr Schaden nachts, habe ich das Gefühl. Mistviecher. Oh, geil, so ein schöner Wald, würde ich gerne abholzen. Oh, und wir müssen uns ja bald wieder ein Lagerfeuer machen. Und die Frage ist, wir wollten ja eigentlich in dieser Folge eine Basis gründen. Ja, die Frage ist nur wo, ne? Das stimmt. Und warum da, ist ja auch die Frage. Wieso überhaupt? Ich dachte, es wäre schön, irgendwo eine Basis zu gründen, wo irgendwas Cooles in der Nähe ist. Oh, das ist ja geil. Nimm dir. Oh, danke schön. Das hier geht's nicht weiter. Nee, da ist noch eins. Echt? Da. Also bei sowas habe ich natürlich Spider-Sensoren. Ja. Adlerauge. Ja, natürlich. Hui. Irgendwie müsste jetzt noch Slender hier rumlaufen. Alter, wir kommen hier zum Tempel. Wir kommen zum Tempel. Zu einem großen Tempel. Ach du Scheiße. Haben die sich gerade gegenseitig angegriffen? Das weiß ich nicht. Oh, ich habe jetzt alles eingesammelt. Nee, ja, macht nichts, macht nichts. Was passiert, wenn man das hier einsammelt? Geht das überhaupt? Nö. Das verschwindet einfach immer. So wie zum Thema, wir kommen zu einem großen, großen Tempel. Das ist, ob man sich hier irgendwie reinbauen kann. Einfach nur ein Arschloch-Tempel. Ja, man kann mit der rechten Maustaste bearbeitest du Sachen im Hintergrund ab. Siehst du? Ja, mal probieren. Bringt aber nur Stein in dem Fall, glaube ich. Ich guck mal ganz kurz, was hier unten ist. Okay, ich glaube, da tut sich gar nichts. Okay, ich verstecke mich gerade. Ach, da unten. Ja, ist, da war nur Geld. Ach, naja, wenn sonst nichts. Wofür auch immer. Pass auf, da kommt gleich wieder ein Drache. Ah ja. Hör, was ist das denn für ein Viech? Das ist aber nicht bösartig, oder? Nö. Nee. Jetzt aber. Hab ich eigentlich dein Lagerfeuer noch dabei? Boah, Alter, das schießt mit Kacke. Ich bin tot! Was? Das hat mit irgendwas geschossen, ich bin tot! Das sah aus wie Kacke, als hättest du irgendwie Kacke geworfen oder so. Ich glaube, das war Erde. Könnte aber auch Kacke gewesen sein, ich bin mir nicht sicher. Oh nein! Oh ja, ich bin auch tot. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich den ganzen Weg zu dir da hinkommen. Die Frage ist, wo kriegen wir Benzin her? Scheiße. Ich glaube, das wird noch ein langer Weg. Okay, obtain some alien meat, ne? Campfire, guck it on a campfire. Vielleicht beamen wir uns mal runter. Vielleicht machen wir mal die Quests gerade ein bisschen, statt einfach nur sinnlos rumzulaufen. Also hast du noch andere Quests, außer die eine? Nee, eigentlich nur, warte. Ich mache uns mal ein kleines Lagerfeuerchen. Habe ich noch eins übrig? Nee, habe ich nicht. Ach, wir müssen das Fleisch jetzt kochen. Ah, okay. Unrefined Wood. Ach nein, ich habe kein normales Holz mehr. Ich kann kein... Ach, warte mal. Hast du noch ein Lagerfeuer? Super. Campfire. Ball. Was ist das jetzt? Ach, da. Na? Hallo? Ach, jetzt. Ah, super. Und jetzt müsste es theoretisch doch gehen? Oh. Hä? Ich verstehe nicht ganz, wie man das jetzt craftet. Muss ich da vielleicht noch eine Pfanne oder sowas craften? Oh, ich habe Stimpaks gefunden. Ein Hightech-Chest sieht ganz cool aus, aber ich habe Stimpaks. Ist Stimpak full of red liquid? Was? Was hast du denn gerade gesagt? Ich habe gerade aus Versehen auf die Lupe gedrückt. Ach so. Essen. Hm.
Hast du mal probiert, was passiert, wenn du den Crafting Table hier hinsetzt? Nee. Soll ich dir irgendwas abbauen hier schnell? Ja, das wäre super. Ah, jetzt. Ach, warte mal, das Lagerfeuer kann man vielleicht mit E benutzen. Geht das? Nee, geht nicht. Schade. So, Crafting Table. Crafting with a table. Mushroom Block. Aha. A block made of soft fungus. Man kann sich also Pilzblöcke machen. Erdblöcke. Hier kann man Stein machen. Cool, man kann auch Türen machen. Yarn Spinner, das ist ja geil. Ach, da kann man Garn aus Wolle kriegen. Wooden Table, Wooden Support. Geil. Wooden Gate, Wooden Door, Large Wooden Crate. Kisten, ein Bett. Stein, eine Steinaxt. Und so. Das mache ich doch glatt. Aber, ich frage mich nur gerade, was wir mit dem Fleisch jetzt machen müssen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Man soll es über dem Campfire kochen. Huch. Ah, ich hab es. Ah, wie denn? Warte. Jawohl. Ich stehe gerade ein bisschen ungünstig hier. Warte. Quest complete. Warte. Enjoy if you're vegetarian. Oha! Scheiß Vogel. So hoch komme ich leider nicht. Ah, so. Sehr schön. Hey, da hast du wieder Miet. Geh mal mit der Maus, mit dem Mausfall übers Lagerfeuer, drück dann mal E. Ah, und dann kann man das da reinlegen. Ach, das ist ja cool. Ja. Guck. Ja, ich gucke. It's time to craft a furnace. You'll need to cobblestone, a campfire and some coal. Haben wir ja eigentlich alles. If you'd like to know exactly how much of each you need. Okay. Wir sollen jetzt also eine Dingens, so eine Schmiede bauen, so einen Schmiedeofen. Geht wahrscheinlich auch am Crafting Table, ne? Oder? Ja, ich weiß noch nicht genau. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo das Ding ist. Climbing Rope, das ist ja auch geil. Ach, zum Klettern. Krass. Wooden Cooking Table, what? Cook food on this. Boah, wir können so ein richtig schönes Häuschen bauen. Kannst du davon ausgehen. Cobblestone brauchen wir und ein Campfire. Okay, das hier, wo wir gerade drauf stehen, ist bestimmt kein Cobblestone, ne? Nee, das ist Erde. Das hier müsste... Ah, das geht ja schnell. Ach ja, Mensch. Aber das geht auch nicht viel schneller. Nee? Irgendwie nicht. Verdammt, ich komme hier aber nicht klar mit dem Inventar. Komme ich nicht ganz klar. Doch, aber man kann mehr auf einmal abbauen. Stimmt. Doch, ein Riesenteil, ne? Das ist echt, ja, das ist krass. Danke, höre ich öfter. Habe ich jetzt Cobblestone? Nee. So, Cobblestone habe ich jetzt 15. Wie viel brauchen wir denn? Aber wir müssen auch jeder eins machen. Hey, die Kohle da unten baue ich auch mal gerade ab. Einfach, weil es so schön geht jetzt. Boah, super! Fortschritte! Juhu! Ich freue mich! Wo gehst du hin? Ich baue gerade hier oben im Hintergrund noch den restlichen Cobblestone ab. Ah, okay. Dass hier in der Höhle kein Cobblestone gibt. Das ist halt alles dieses Pilzkram, ne? Dieser Pilzboden. Hast du Probleme? Nö, alles gut. So, dafür habe ich ja ganz viel Cobblestone, wenn du willst. Ja, ich guck grad nochmal, wo speichert er den denn? Okay, es gibt zwei verschiedene Inventars, oder wie? Was, wie, was, wo? Ja, wie ist das, sind da zwei Rucksäcke bei mir? Einer für Rohstoffe und der andere, da sind irgendwie Essenssachen drin. Ach so. Boah, mit der Spitzhacke ist das super. Das geht so schnell, jetzt hier alles abzubauen. Können wir den ganzen Planeten auseinandernehmen. Oder nach Erdöl suchen. Ach, ey, hier steht das Lagerfeuer von vorhin. Kann das sein? Ja, das kann sein. Hey, ich sehe dich da unten links. Hey, hier hast du dich vorhin runtergegraben ins Wasser. Ja. Hier sind wir wieder. Cool. Ja.
auch schon so lange her. Mensch, weißt du noch damals in der ersten Folge? Das waren Zeiten. Das mit der Spitzhacke ist echt super. Ja, aber die geht auch recht schnell kaputt oben. Muss mal gucken. Ja, ja, obwohl die bei mir noch relativ heile aussieht. Ach. Die brauchen wir? Ach, du machst den Hintergrund weg? Ja. Auch geil. Ich frage mich, wo wir da jetzt hinkommen. Wir haben eh schon, ich habe jetzt 107 oder so, also ich glaube, ja, weil das so schnell geht. Es geht echt fix, das stimmt. Ich will gar nicht, Gott sei Dank. Ich will gar nicht mehr aufhören damit. Das macht so einen Spaß. Kinder entdecken ihre Welt mit Spitzhacken. Von Mattel. So. Und Holz könnte man noch brauchen. Ich glaube, ich schmeiß mir mal ein Bäumchen um irgendwo. Mit der Axt übrigens. Ja, ich versuche mal so ein Furnace zu craften. Sehr gut, muss ich dann auch noch machen, aber dazu brauche ich leider erst Holz. Und Holz, das sieht doch ganz gut aus. Nur mal hätte ja auch Holz geben können, glaube ich, wenn das geht. Ja, ich probiere jetzt mal die Axt aus gerade. Einfach nur mal, um zu gucken. Alter, wie schnell das jetzt geht. Ich kacke ins Essen, ist ja unfassbar. Das ist Hammer, die Bäume gehen sofort runter. Und hier ist noch ein bisschen... Da ist noch ein bisschen Bronze, die nehme ich auch mal mit gerade, einfach weil ich es kann. Geht Bronze jetzt schwieriger als Stein? Also langsamer? Ja, ja, geht auf jeden Fall langsamer, aber mit der Spitzhacke kein Problem. Oh Bob, ich bin so glücklich. Zu Weihnachten schenke ich eine Spitzhacke mit so einer Schleife drumherum. Was fehlt noch für den Furnace? Was ist das da unten? Das ist Eisen, glaube ich, ne? Nehme ich einfach mal mit. Ist das Eisen überhaupt oder nicht? Ja, Eisen. Ja, vielleicht kann ich eine Eisenspitzhacke machen und sowas. Ja, lalala, ich bin glücklich. Ach, verdammt. Kaum bin ich glücklich, sagst du verdammt oder was? Ja, ich habe mich gerade aus dem aufs Schiff gespawnt. Ach, so. Da ist noch mehr Eisen. Ich hole mir mal gerade ganz kurz das Eisen. Ja, ja, mach dir keinen Stress. Nö, wir haben ja Zeit. Wir sind erst in der zweiten Folge. Wer weiß, was da noch kommt. Sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Nee, ich hätte echt gedacht, wir versagen viel mehr. Aber bestimmt gibt es auch schon welche, die haben gesagt, ne, ich habe das schon nach 30 Minuten durchgespielt. Kann man, glaube ich, gar nicht. Ja, es gibt immer Leute, die das können. Ja, na gut, das ja, das, da hast du natürlich recht. Du, hallo, jetzt springen wir nach oben. Ich glaube, mein Kopfhörer ist kaputt. Ich höre mich nur noch auf der einen Seite, komisch. Hast du dir zu laut Tobi singen angehört? Ja, hör bloß auf. So, hast du hier schon so eine Workbench gemacht eigentlich? Ja, ja, ich versuche jetzt gerade, ich gucke, ob ich noch Holz habe, aber ich glaube, ich habe selber auch nichts mehr. So, wo ist denn hier Campfire? Okay, Campfire kann ich nur beim normalen Crafting machen, oder was? Ach, da brauche ich Fackeln für. Okay, Fackel. Ich habe keine Fackeln mehr, was ist das denn? Ein Baum wäre jetzt toll. Zur Rechten sind Bäume. Okay, dann laufe ich da mal hin. So, Campfire, Craft. 5 Campfire müsste erreichen. Und jetzt, theoretisch... Ach. Manchmal noch ein bisschen tricky, die Steuerung. Und dass man diesen komischen Dingens hier nicht runterziehen kann, diese Laufleiste, das ist auch ein bisschen störend. So, Wooden Blinds, Wooden Window. Da können wir uns echt mal in den nächsten Folgen so ein Haus bauen. Ja. Zu dem man nie wieder zurückkehren. Wir sind ja eh noch länger hier so. Ja, ja. Boah. Was denn? Alter. Was denn? Oh, hier sind Monster gespawnt. Brauchst du Hilfe? Nee, es geht noch. Sag Bescheid, ne? Ich guck ja mal... Wo ist denn das Ding? Ah, Stone Furnace. Ah, und hier kann ich auch eine Steinhacke machen. Damit kann ich ja dann quasi Felder umgraben und Sachen einpflanzen. Ach, Karotten und sowas, ne? Genau. Samen habe ich ja dabei, haben wir schon in der ersten Folge festgestellt. So, 2x Iron Ore und Smelt It. Jetzt bauen wir hier quasi alles hin. Sollten wir uns nicht wirklich mal ein Haus bauen irgendwie? Eigentlich schon, ne? Statt hier einfach alles in die Wildnis, Alter, zu setzen.
Boah. So, ich habe das Crafting Table mal mitgenommen. Wir suchen uns mal eine Stelle für ein Haus, oder? Ja, ich bandagiere mich nur gerade noch mal ganz kurz. Okay. Ich habe gerade auf die Fresse gekriegt. Aber das magst du ja. Auf jeden Fall. Okay. Super. Wir bauen noch neue Waffen eigentlich. Hast du den Dings mitgenommen, den Crafting Table? Ja, den habe ich eingesackt. Also. Wird auch wieder Nacht gerade. Das ist sehr gut, aber die Frage ist natürlich, wo wollen wir überhaupt wohnen? Zur Rechten fand ich es interessanter, ich komme hier immer nicht hoch, so. Zur Rechten fand ich es interessanter, weil da diese Viecher waren. Diese komischen Tempelbratzen. Eigentlich könnten wir das ja nutzen und könnten da oben unser Haus bauen, ne? Als Fundament quasi. Beim Tempel? Ja. Ja, schon, aber da haben wir ja eigentlich Stein und Holz gemischt. Weiß nicht, ob das so geil aussieht. So, ja, nee, das stimmt. So, pass auf, ich mach hier mal ganz kurz Holz sammeln, weil es so schnell geht. Das geht echt rum. Super fix. Juhu! Geil. Hallo! Lasertag. So. Das Viech tut nix. Ach, die machen einem ja nix. Genau. Da ist noch so ein macht dir nix. Boah, hier ist jede Menge Holz übrigens. Falls du brauchst, kannst du schnell mit der Axt schwingen. Ich hab noch keine Axt, ich brauch wieder Holz. Achso, warte, soll ich für dich mal, pass auf, ich fälle, du sammelst. Ah, super. Das geht da super schnell. Dankeschön. Sehr gerne. Und weiter geht's. Wie er die Axt doch mit einer Hand hält, finde ich auch super. Achso. Wir nennen die Folge einfach Die Menschen und der Regenwald. So, ich glaube, das reicht erstmal. Oder? Ja, das reicht. Super. Waren wir hier jetzt eigentlich schon mal, hier an der Stelle? So, warte mal, irgendwie mein... Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, mein Kopfhörer ist langsam im Arsch. Ich brauche mal einen neuen. Ist ja nur der gute Sennheiser, weißt du, für 5000 Euro. Also, mit Sennheiser habe ich auch nie gute Erfahrungen gemacht. Komisch eigentlich. Vorsicht, da ist ein Kackvogel. Jetzt ist er weg. Ich glaube, der fliegt weit. Mann, das Kabel hat irgendwie einen Wackelkontakt oder so. Deswegen höre ich immer nur Mono. Und da links ist der nächste Kackvogel. Naja, der haut aber ab. Aber Vogel. Pass auf! Oh, Hilfe! Komm! Holz! Juhu! Ich hol's! Sehr gut. Ich höre Wiehern. Vorsicht! Boah, oh. Alter, wie die mich wegsmecken immer. Ich bin tot. Ne. Krass. 2 Schläge hat er gebraucht. Scheiße. Soll ich hier warten oder soll ich zu dir kommen? Nee, ich komme, glaube ich. Wir sind rechts rumgegangen, ne? Genau. Gut, ich komme. Oh. Was natürlich geiler wäre, ist, wenn ich mich direkt zu dir beamen könnte. Das fehlt irgendwie noch. Ja, da hast du recht, allerdings. Huch, nein. Zack. Hä, kann ich die Fackel... Ach so, weil ich im Crafting bin. Ist manchmal noch ein bisschen... Die Steuerung ist manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Alles okay? Ja, doch. Alter. Die einen wegballern. Mistviecher. Ich höre, du hast Spaß. Ja, ich dachte eigentlich, dass die friedlich sind. Wer denn eigentlich? Diese komischen Echsen. Ja, normalerweise ja. Wären die nachts vielleicht nur böse? Na. So genau weiß ich es gar nicht, ehrlich gesagt. So. Da ist noch so ein komischer, klobiger Saurier. Das war jetzt nicht sehr schlau von mir. Oh, hallo? Alter Schwede, ich bin schon wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. Was machst du denn da? Ja, ein Vogel von oben und ein Saurier von links haben gereicht. Ach so, okay. Das ist zum Kotzen. Oh, ich muss mir auch dringend mal bandagieren gerade. Ja, ich glaube, ich baue mir auch mal hier oben schnell welche, bevor ich gleich wieder in die Action gehe. Also ein paar Shortcuts wären noch schön, wenn man auf die Bandagen klickt rechts, dass man da irgendwie, dass man die benutzt oder sowas. Dass man die nicht immer wieder auswählen, auf sich selbst ziehen muss oder so. Ja, oder man kann die natürlich auch oben in die Kurzleiste hauen, das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht.
So, Pet-Slots gibt es übrigens auch, ne? Hat man bestimmt schon gesehen. Das heißt, man kann später Tech-Slots, weiß nicht, was das ist, vielleicht wirklich Jetpack oder sowas. Und Pet-Slots, da kann man dann wirklich später mit Tierchen rumlaufen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, so eine Echse oder sowas, das wäre geil. Das wird bestimmt allerliebst. So, mal gucken. Ich glaube, jetzt bin ich gleich bei dir. Super, ich überlege, ob ich das Häuschen hier vielleicht hinbaue. Einfach mal, um dich zu überraschen. Komm ich gleich hin, ist das ganze Haus fertig. Die ganze Wohnanlage. Also, es könnte sein, dass ich Besuch mitbringe. Okay, sag Bescheid. Ja. Okay, nee, ich bin zu schnell für's. Okay, super. Zu schnell für Besuch.de. Weißt, was das heißt? Nee, ehrlich gesagt, nee. Achso, ach ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Haben wir Holzplanken? Ach, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder tot? Ja. Was? Hey, das gibt's doch gar nicht. Wieso bin ich denn so schnell tot? Ja, das frage ich mich aber auch. So. Ach, jetzt bin ich schon wieder im Crafting-Menü. Mann. Okay, was hab ich denn? Kommt da gerade ein fetter Saurier von links? Ach, der ist ein Biber. Cobblestone ohne Ende. Aber ich dachte, ich hätte auch Holz eigentlich da. Ach so, es gibt zwei verschiedene Inventare, sagst du? Ja, genau. Und in dem einen sind nur Rohstoffe und dem anderen der ganz andere Kram. Ah, jetzt sehe ich das auch, tatsächlich. Man lernt irgendwie ganz cool. Ja. Wow. Mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Ich bin mal gespannt. So. Geht das eigentlich auch so? Geht das eigentlich auch für den Hintergrund? Tatsache. Oh. Nein, ich erfriere gerade schon wieder. Ja. Oh, fuck it. Geh weg. Campfire, uah. Boah, ist mir kalt. Boah, das war knapp. Ach, wenn dieser Nebel kommt, ne? Ja, oh, genau, Den hab ich auch gerade. Ja, schnell ein Campfire hinsetzen, sonst stirbst du. Okay, reicht auch eine Fackel? Fackel hat bei mir gerade nicht funktioniert. Oh, okay. So, mal gucken. Und ich werde langsam sehr hungrig, wie es aussieht. Boah, das war knapp. So, hast du geschafft? Jo. Sehr gut. Halte ich mich gerade auf und dann müsste ich es ja eigentlich jetzt endlich mal schaffen zu dir. So, das Haus sieht zauberhaft aus. Scheiße. Vielleicht sollte ich mir da nochmal ein paar... Wenn man eine volle Hungerleiste hat, die bringt aber nicht wieder Leben zurück, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie regeneriert man sich null. Das ist ein bisschen doof. So? Ich bin ja noch nicht ganz so geübt in dem Ding. Warte, nach oben. So, das ist jetzt keine Meisterleistung, das Haus, aber es muss einfach für den Anfang reichen. Hauptsache ein Dach über dem Kopf. Eben. Naja. Und nach hinten ist es leider noch ein bisschen offen. Ich brauche mehr Holz. Ich hab so viel Holz, aber ich komme nicht zu dir. Das kriegen wir schon noch hin. Ich glaube, da hinten machen wir einmal das Klo. Aber ja, fließend Wasser sozusagen. Vom Berg runter. Kann ja nicht schaden. Wo sind wir so weit nach rechts gel... Ah! Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Guck mal, ich habe hinten ein Entenfenster reingebaut. Scheiße.
So, ich hol mal ganz kurz ein bisschen Holz. Boah, hier ist ja geil. Hier ist ja jede Menge Holz. Holz, 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 denn. Willst du es mal gerade zumachen da hinten? Ich glaube, es hat. Ich wollte es eigentlich ein bisschen in den Berg reinbauen, weißt du? Ah, okay. Dann haben wir quasi so eine safe Basis. Aber das wird natürlich dann wieder alles viel, viel größer, als es eigentlich sollte. Ja, gut. Aber naja, gut, man gibt es ja nicht mit Kleinlichem zufrieden. Ja, eben. Also jetzt für das erste Haus, das muss schon was Dickes sein. Ja, eben. Das zweite ist ja egal, das können ruhig Slums werden. Alter, ist das viel Holz. Ich nehme ja gerade einen ganzen Wald auseinander. Gut, da ersticken wir dann, wenn das Haus fertig ist. Das Schlimme ist, einige werden den Witz nicht kapieren. Ich glaub's auch. Traurig, aber wahr. So, hier unten waren wir schon, okay. Die Spitzhacke eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten, dass wir uns durch die Höhlen graben unten. Das heißt, wir sind quasi gerade erst am Beginn unserer lustigen Reise. Ja, und eigentlich sind wir noch auf der Suche nach Benzin. Weiß halt auch nicht, muss man. Ich glaube nicht, dass es irgendwo eine Kiste gibt, wo das drin liegt, oder? Nee, ich glaube, wir müssen uns nur mit Öl nach unten graben und wahrscheinlich die Quest so lange verfolgen. Bis dann wirklich mal gesagt wird, huiuhu! Kann ich eigentlich Sachen geben? Warte mal, das will ich jetzt mal gerade ausprobieren. Du kannst die wegwerfen und ich nehme die dann auf, glaube ich. Oh. Das, wollte ich. Okay, die Spitzhacke hat allerdings nicht so eine Reichweite wie das andere Ding. Ui, ich baue dir ein Treppchen. Ah, das ist ja lieb. Cool. Das ist super. So. Nur gerade noch ein paar Lianen. Oh. Krieg ich. Wieso. Doch, da. So, den Fitzel habe ich auch noch gekriegt. Hast du schon irgendwas gefunden, womit man Lianen schneller abbaut? Eine Schere oder so? Nee, bisher noch nicht. So, Woodplanks. So. Oh, ich ertrinke. Oh. Ach, du warst das gerade. Ist lustig, dass ich die Stütüte auch höre. Okay. So. Oh. So. Den Hintergrund muss man da noch ein bisschen wegbauen. Das mache ich dann hinterher noch. Im Hintergrund setzt man mit rechts, ne? Oder was war das? Genau. Ah, wups. Okay. Ja, wird eine super Hütte. So, warte. Ich pack mal ganz kurz, warte mal. Ach, geh mal weg. Ich pack mal ganz kurz diese Crafting Bench hier irgendwo hin. Soll ich das hinten schon mal wegmachen? Hier oben? Hier so? Oh ja, das ist natürlich super. So, und dann mache ich mal ganz kurz mit der Bench. Guck ich mal ganz kurz. Man kann ja auch Fenster und sowas machen. Was braucht man denn dafür? Ein Glasblock. Was? Ein Glasblock sind wir noch ein bisschen von weg, ne? Nee, warte, ich hab einen. Nee. Ich hab die gesammelt vorhin. So, Boden machen wir später, glaube ich. Boah, ist aber voll ungewohnt, ne? Ja, ist, aber ist cool. Macht Spaß, auf jeden Fall. Oh. Huch! Hier noch eine Fackel? Warte, ich hab doch was Tolles. Damit geben wir voll an, wenn die Aliens vorbeikommen. Das hat gleich eine Halogenlampe, so. Weißt du? Hatte ich tatsächlich in der Probeaufnahme. Hier, eine Öllampe, guck mal. Ach, cool. Soll ich mal dran schnüffeln? Ich glaube, die kann ja dahin und dann haben wir hier ein schönes, trautes Heim. Es ist nicht viel, aber es ist unseres. Aber wir haben zumindest schon mal eine Badewanne hier hinten, ne? Ja, das ist doch gut. Eigentlich ja.
Oh, da hinten ist noch ein Popel in der Wand. Oh. So, und das Ding müssen wir jetzt noch mehrstöckig nach oben ausbauen mit Treppen. Das geht übrigens auch. Treppen habe ich auch schon gesehen, genau. Ja, die können wir sogar schon bauen. Die Frage ist nur, hier ein Zaun geht auch. Eine Tür würde ich gerne. Iron Door wäre natürlich auch super. Pass mal auf. Oder von Dumbledore, ne? Ja. Oh Gott. Wood-Plattform können wir machen. Haben wir denn eigentlich schon so ein Ding gebaut? Was denn? So einen Schmelzofen haben wir doch auch schon irgendwo, ne? Hier, warte. Ich stelle den erstmal hier hin. Ah, cool. Mit dem Schmelz ist Smelt. Bin jetzt einfach mal so frei. Mit dem Smeltofen, Muss da erst Kohle rein? Kann das sein? Achso, ich hatte Eisen, hätte ich gedacht. Und irgendwie macht der nichts, wenn man da was reinlegt und sagt Smelt, macht er nichts. Hast du Eisen? Ich finde das bei mir gar nicht. Ich habe so viel Eisen gesammelt, ich weiß gar nicht. Ach, da oben, Kopperohr, warte mal. Smelt! Kopperbar, yeah! Jetzt 60 Blöcke, juhu! Geile Scheiße. Jawohl! Jawohl! Wir kriegen Bronzeblöcke. Oh, hast du so viel schon gesammelt? Krass. Ja, 60 oder so, weiß ich gar nicht. Da können wir endlich Pfennige drucken. Geil! Wir haben es geschafft, Junge! Endlich kann Playmassive Gehälter auszahlen. 60 Pfennig drucke ich gerade. Nee, das glaube ich erst, wenn ich sehe. 60 Pfennig! So, Copperbar, cool. Und einer ist noch übrig? Nee. Ein Kopperohr ist noch übrig. Was habe ich denn da oben noch? Ich habe noch irgendwo Eisen. Ich weiß aber gar nicht, wo das hingepackt hat. Kann ich das nicht auch hier reinpacken? Ja. Wo ist denn... Hast du da ein Eisen? Ich habe... drei Eisen habe ich. Cool. Ach hier, 20 Eisen. Ach, cool. Nimm mal raus. Ach, ich glaube, aus zwei Ore wird irgendwie nur eine Bar, ne? Ah, okay. Ja, weiß ich gar nicht. Nimm mal raus, deine Bar. Oh ja. Eine einzige. Warte. Ich war ja wieder gierig. Ich habe wieder alles gesammelt, was rumliegt. Das Tolle ist... Nee, pass auf. Können wir... Nee, unterirdisch anbauen ist scheiße, oder? Bei Feld und so. Ja, ich weiß, wie das hier mit dem Lichtverhältnis ist, ne? Huch. Ich habe aus 20 Bars nur 9 rausgekriegt. Ja, da siehst du, das ist fast die Hälfte immer nur. Und ich probiere mal gerade was zu essen. Ich habe nicht mal dieses Alien Meat. Ah, gegessen und hat immer noch Hunger. Scheiße. Ich hab noch Fleisch hier. Hast du was auf dem Ofen gepackt? Warte mal. Good job. You'll need a whole bunch of iron bars to craft an anvil. Wir sollen jetzt noch ein Dingens craften, ein Amboss. Craft a distress beacon and maybe you'll be able to make contact with a larger ship. Ach so. Als nächstes sollen wir so ein Funksignal für Außerirdische. Wie abgefahren. Warte mal, kann ich hier vielleicht eins? Ah ja. Ist aber krass. Was mich mal interessieren würde, wie kriegt man das Fleisch denn gebraten? Mit E aufs Campfire. Ach, das geht nur am Lagerfeuer. Ah, ja, okay. Ja. Da war ich jetzt wieder zu sehr Minecraft. Na, da hast du ja alles direkt bei dem einen Ding. Ja. Huch! Wollte hier gar nicht runter. Die Höhle können wir eigentlich zuklatschen, ne? Ich probiere gerade mal. Ich weiß nicht so viel, ne? Warte mal, wo ist denn... So. Wir müssen auch gleich die Folge mal beenden. Wir sind schon voll über der Zeit. Zeit verfliegt. Zeit verfliegt. Aber was ich schön finde, ist, dass hier dauerhaft immer Musik läuft im Hintergrund. Ja, das hat mich bei Minecraft immer so ein bisschen gestört, muss ich ja sagen. Ja. So, das kriege ich da nicht weg gerade. Warte mal. So. Warte. Dann gucke ich mal später, ob ich da vielleicht noch ein Feld hinbauen kann. Frage ist jetzt, wie baue ich da die Tür hin? Du hast mich ausgesperrt. Ja, ich will das nicht. Es ist kalt, es ist kalt, Alter. Verdammt. Du hast so eine Axt, versuch mal da wegzubauen. So.
Fackel sieht aus wie ein Posthorn da oben. So, was ich mich probieren wollte, war jetzt tatsächlich mal dieses Stone Hoe. Boah, ich brauche irgendwie das mit dem Inventar, ist noch ein bisschen frickelig. Ach, guck mal. Ich mache jetzt ein schönes Feld. Ach, geil. Ja, Alter, es wird doch langsam. Schön. Finde ich voll cool. Gefällt mir voll, muss ich ja zugeben. Ich habe gerade die 10. Bar wieder gefunden. So. Und jetzt pflanze ich Karotten. 1, 2, 3, 4. 4 Karotten wachsen da jetzt. Ach, warte mal, ich glaube, ich habe auch noch welche. Ah, eine, ja. Ja, hau rein da. Kannst ja direkt in die Reihe pflanzen. Ich habe auch noch ein bisschen Gezuppel. Ich habe noch Weed. Oh, meine. Meine geht die andere Richtung. Oh. Du Spalter. So, hier habe ich noch ein bisschen Mais. 2. Ich glaube, das ist Mais. Ich bin mir nicht sicher. Und hier habe ich noch Weed. Also. Also. Ja, ja, komm. Moment, das muss ich erklären. So. Alter, geil. Wir haben unser erstes beschissen hässliches Haus. Hier, mach doch mal die Tür auf und zu. Ich finde das cool. Das Geräusch. Linke oder wie geht das? Mit E. Ah. Geil. Boah, ist voll cool. Jetzt kommen ja auch keine Monster rein. Voll toll. Wir brauchen noch Glas. Wir müssen Sand sammeln, glaube ich, oder sowas. Und ein Bett brauchen wir noch. Warte, ich habe 2, aber vorsichtshalber. Nur damit, damit du Bescheid weißt. So, warte mal. Ich versuche mal gerade nochmal. Kann ich noch Holz? Woodplanks? Ja. Kann ich die vielleicht auch kleiner setzen, diese Woodplanks? Warte mal. Woodplanks. Kann man die auch kleiner machen? So halbieren oder so? Ja. Wäre natürlich geil. Ich möchte die nicht so im Viererblock machen, sondern so ein bisschen feiner bauen. So, warte mal. Wir sind auf der Höhe. Das heißt hier... Zwei, drei, vier, so, ne? Mhm. Und jetzt probiere ich mal ganz kurz, was passiert, wenn ich jetzt bitte. So? Boah, ist das riesig. Ja, irgendwie schon. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite noch so ein Ding anbringe, dann ist ja die ganze Bude dicht. Ja, oder hier drunter auch einfach. Geht doch auch. Guck mal, passt hier auch hin. Ja, hast du recht, ich kann das jetzt zubauen. Haben wir ein schönes, naja, Doppelbett ist es ja nicht. Na super, das steht jetzt genau andersrum dann. Mit dem Gesicht zur Wand schlafen, ist das Schönste, was es gibt. So. So, man passt aber noch hin. Und hier passt man auch hin. Super, mit Leselampe. Gute Nacht. Gute Nacht. So, die Folge geht jetzt einfach weiter, bis es morgen ist, in real time. Genau. Wir müssen aber eh zum Ende kommen. Wir sind schon mal 45 Minuten oder so, glaube ich. Ach, war krass. Hör auf. Wie schnell ging das denn jetzt? Ich habe gar nicht auf den Timer geachtet. Scheiße. Naja, gut. Ja. Macht immer Spaß. Das ja, ne? Hauptsache. Jetzt haben wir unser erstes krüppeliges Haus gebaut. Und wer weiß, welche Abenteuer uns morgen bevorstehen. Also, vielleicht bauen wir das Haus noch weiter. Wir müssen Glas finden irgendwo. Und mal gucken, dass wir noch sanitäre Anlagen irgendwo herkriegen, weil in die Ecke scheißen ist auch uncool. Es drückt schon ein bisschen langsam. Ja, ja, langsam, langsam. Nach dem leckeren Steak müssen wir mal gucken. Naja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge, ne? Ja, natürlich. Bis dann. Tschüss.